Liebe Mitbürger, liebe Chemnitzer, liebe Sachsen, hier auf dem Karsberg war meine letzte Station vom Zuchthaus Hoheneck in die Freiheit. Denn als endlich nach uns Tausende auf die Straße gingen, waren wir schon in den Zuchthäusern der DDR als Rädelsführer verschwunden. Nun zum wichtigen Teil. Der 9. November ist ein historisches Datum, jedenfalls für uns Deutsche, denn im letzten Jahrhundert war dieses Datum mehrfach bedeutend und hat tiefe Spuren in der deutschen Geschichte hinterlassen. Hier und heute interessiert uns aber besonders der 9. November 1989, der Jahrestag, an dem die Mauer fiel. Die Deutschen sich wieder ohne Probleme und Bürokratie treffen konnten, Familien und Freunde vereint waren. Also für alle Deutschen, besonders aber für uns ehemalige DDR-Bürger, ein ganz besonderer Tag. Bedauerlicherweise wird er in Sonntagsreden von Politikdarstellern zerredet, entwertet und ihm seine besondere Aura genommen. Chemnitzer, Sachsen, ich frage euch an diesem Tag, seid ihr glücklich? Seid ihr zufrieden? Nein. Ich meine jetzt nicht diese Zufriedenheit darüber, eine Bustour nach Kroatien machen zu können, dass sich eure Kinder und Enkel in Euro Disneyland in Paris vergnügen können. Ihr eure von Arbeit krumm Rücken in Malle freut. Ich meine auch nicht die Zufriedenheit darüber, den Dreckabwasch im Geschirrspüler zu verstauen, mit einem Polo Tante Frieda in Köln besuchen und bei Aldi billig Bananen einkaufen zu können. Das alles meine ich nicht, denn das sind materielle Erleichterungen, Wohlstandsfragen, Entscheidungen, die dem persönlichen Egoismus dienen, die Freiheit vorgaukeln, aber sie beantworten nicht die Frage nach politischer Freiheit, nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Habt ihr vergessen, Chemnitzer, Sachsen, dass auch wir diese Lebenserleichterungen erreicht haben? Einige hunderttausend von uns haben ihren Hintern aus den im Möbelkombinat Hellerau gefertigten Sesseln geschraubt, sind auf die Straße gegangen und haben den vor den Fernseher sitzenden Trägern von uns, den mauloffenen Westdeutschen, aber besonders den Kriminellen in der Nomenklatur zugerufen: Wir sind das Volk! 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 Es war ein revolutionärer Akt des Aufbegehrens ohne Blutvergießen, obwohl jeder der uns unterdrückten Totalitaristen an die nächste Laterne gehört hätte, anstatt sich im Schnellverfahren als zu Demokraten gewandelte Rentner nun an Westrente laben zu können. Wir alle sind nach dieser Nacht in einer Demokratie erwacht, von den Westdeutschen bereits seit 40 Jahren erprobt, von uns noch unsicher tastend erkundet. So unterschiedlich wie unsere Biografien, so unterschiedlich waren auch unsere Erfahrungen. Nicht alles hat nach dem 9. November zusammengepasst und mancher von uns fühlte sich über den Tisch gezogen. Die in diesen Tagen Geborenen sind heute schon 28 Jahre alt. Sie haben nie etwas anderes als ein vereintes Deutschland kennengelernt. Aber die Älteren von uns erinnern sich genau der Zeit als werktätige Parteigenossen, Mitläufer, Zuträger, das Eigentum einer diktatorischen Macht waren, die das demokratisch nur als Verschleierungsfloskel im Staatsnamen hatten. Nun meine Frage, macht Wohlstand müde, macht er träge? Nicht nur in Chemnitz, in Sachsen, sondern in ganz Deutschland? Wenn es auch sonst noch manchmal hakt, in einem sind wir vereint. Der fehlenden Wertschätzung der Bedeutung eines freien Wahlrechts für eine Demokratie. Nur so konnte die größte Partei im vereinten Deutschland des Jahres 2017 die Partei der Nichtwähler werden. Wenn ihr es nicht schafft, liebe Mitbürger, euren dicken Hintern aus dem Sessel zu schrauben, aus dem Haus zu gehen und euer Wahlrecht wahrzunehmen, wisst ihr den Vorteil freier Wahlen, um den uns immer noch die meisten Völker der Welt beneiden, nicht zu schätzen. Mehr Wahlbeteiligung entwickelt eine enorme Kraft. Ein Volk, das sich einmischt und seine Meinung sagt, kann nicht so leicht gegängelt werden. Ein Volk, das Mauern einstürzen lässt, wie 1989, kann auch heute wieder in einer Zeit permanenten Politikversagens vieles erreichen. Politik ist nicht, wie im Erika zum Trotz, alternativlos. 2017 ist nicht das Ende der Geschichte. Nein, wir sind mittendrin. Deshalb müssen wir alle gemeinsam für den Erhalt unserer freiheitlichen Demokratie arbeiten, in Ost und West. Freiheit ist nicht verhandelbar. Sie ist kein Selbstläufer. Sie kennt keine Kompromisse.
und sie muss täglich neu erkämpft werden. Freiheit geht nicht ohne Verantwortung und auch nicht ohne demokratische Wahlen. Denken wir an die Worte von Abraham Lincoln: Demokratie ist die Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk. Und schon wieder droht uns, diesmal aufgrund mangelnder Wahlbeteiligung, Fremdbestimmung. Vieles erinnert heute, 28 Jahre nach dem bejubelten Mauerfall, an die DDR. Wollen wir das? Eine völlig abgehobene, größenwahnsinnige Klasse von Politikdarstellern, die die politische Deutungshoheit an sich gerissen hat, schert sich einen Dreck um unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Vorstellungen. Wenn einige von uns sich aufraffen und erneut auf die Straße gehen werden, werden sie als Nazis diskreditiert, als ewig Gestrige, als unanständig, als abgehängt, als erfolgslos. Das ist eine Ausgrenzung, wie wir sie schon einmal erlebt haben. Verhindern wir gemeinsam, dass sich die Geschichte wiederholt. Das in die westliche Dekadenz hineinschlitternde altbundesdeutsche akademische Proletariat mit seinen abgehobenen Albernheiten kann uns mal. Wir wollen keine Frühsexualisierung, keine Genderscheiße, keine Klimahysterie und wir wollen bei der Zuwanderung in unserem Umfeld gefragt werden. Nicht anders als die Leipziger, Heidenauer und Chemnitzer, Klausnitzer, die Dortmunder, Kölner oder Münchner. Wir wollen ein farbiges Deutschland, in dem sich eine kultivierte Gemeinde von Ausländern bereichernd und wohlerzogen einfügt. Wie sich eben diese Ausländer sicher fühlen, arbeiten und da, wo wir es benötigen, ergänzen können. Ein Deutschland, wo Touristen gerne hinfahren, sich umschauen und wieder in ihre Heimat zurückkehren. Ein Bundesdeutschland der Zügellosigkeit, der Unbescheidenheit und der Forderungen an die arbeitende einheimische Bevölkerung wollen wir nicht. Es mag sein, dass nicht alle Sachsen, wie auch alle Angehörigen anderer Stämme in Deutschland, diese Chance hatten, sich die Welt auf Reisen zu erschließen und die Reisefreiheit in Erkenntnisgewinn und Weltoffenheit umzumünzen. Ihnen deshalb Primitivität und Rassismus vorzuwerfen, ist kontraproduktiv. Hier in unserem Dunkeldeutschland scheint die Sonne hell. Und wer das nicht begreift, soll uns mit seinen abgestandenen Plattitüden verschonen. Die Sachsen brauchen keine Tillichs und Gabriels, die sie wie Kinder an die Hand nehmen und ihnen beibringen, wie Politik auszusehen hat. Ja, es gibt inzwischen auch in Sachsen und da besonders in Dresden endlich vom Virus westlicher Dekadenz infizierte Gutmenschen, die krampfhaft bemüht sind, uns Sachsen umzuformen. Überwiegend grün-rote Bevormunder, die sich hervorragend mit den Totalitaristen der SED-Nachfolgepartei PDS Die Linke paaren. Das sind Freiheitsfeinde, die den sächsischen Nationalcharakter aushöhlen wollen. Die Sachsen wissen seit 1929 nach Christus sehr gut selbst, was ihnen gut tut. Sie haben nicht die Gängelei der DDR überlebt, um nun unter der Knute der nach Berlin umgezogenen Bonner Ultras oder Brüsseler Mafia zu geraten. Freunde, Mitbürger, Dresdner, Sachsen, jeder hat das Recht, sich politisch zu artikulieren. Auch die Wähler und Mitglieder der AfD, die Spaziergänger von Pegida, die anders denken und nicht im Rot-Grün strampelten, sind das Volk. Fordern wir die in Sonntagssprüchen von den Politikern vollmundig verkündete Mitwirkung am Politikgeschehen endlich ein. Die parlamentarische Sitzordnung verrät es. Eine Demokratie hat Platz für alle, von links bis rechts. Konservative sind keine Nazis, Recht ist keine Schande und Freiheit gibt es für alle von uns. Chemnitzer, wirkt auf eure Familien, Freunde und Nachbarn ein. Freiheit ist kein Geschenk, sondern das Ergebnis ständigen Einsatzes. Beendet den Stillstand, mischt euch ein, bekennt euch auch öffentlich zu eurer Haltung. Wir ziehen alle an einem Strang. Wir sind der Souverän, die Politiker unserer von unseren Lebensarbeitsergebnissen bezahlten Angestellten. Nicht sie sind das Volk, wir sind das Volk. Danke. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.